Wenn wir Deutschen nach Ungarn kommen, müssen wir eigentlich unbedingt die Geschichte der Schwaben mit berücksichtigen. Die Schwaben sind ja eigentlich von Anfang an, also vor unglaublich, unglaublich langer Zeit schon von König Stefan, als König Stefan noch in Ungarn war, zur Christianisierung nach Ungarn geschickt worden. Und später sind viele, aber auch dann im Mittelalter, König Theresa oder so weiter, sind viele von aus Ungarn eben angefordert worden und sind dann aber freiwillig nach Ungarn gegangen, aus den schwäbischen deutschen Gebieten, weil dort, weil sie als sehr fleißig galten, von der Landwirtschaft und so weiter sehr viel Ahnung hatten. Deswegen waren sie, sollten sie halt kommen, aber sie mussten halt arbeiten von morgens bis abends. Und dann später haben sie aber ein Stück Land bekommen und blieben dann. 1948 sind ja sehr viele Schwaben aus Ungarn vertrieben worden, wieder zurück nach Deutschland, wer oder der andere Teil in die sowjetische Gefangenschaft. Aber sehr viele Schwaben sind nach wie vor, haben diese Zeit irgendwie durchlebt und sind in Ungarn geblieben. Also man merkt das durch die ganzen schwäbischen Dörfer, aber man merkt es eigentlich auch, wenn man so rumkommt in Ungarn, dass es eigentlich überall noch diese alten Schwaben gibt. Also die sind nicht dann nach der Wende erst wieder zurückgekommen, so die vertrieben wurden, sondern die sind irgendwie in Ungarn geblieben. Und ich kenne natürlich auch einige Geschichten, die haben sich dann irgendwie versteckt. Aber es sind wirklich, es ist eine sehr große Anzahl. Also ich denke so nach der gefühlsmäßig, wie die eher die Ungarn, also die rumänischen Ungarn, wo eigentlich jeder zweite Verwandt mit einem Ungarn ist und aus Siebenbürgen und so weiter, also den ehemaligen ungarischen Gebieten nach von Rumänien, heutiges Rumänien nach Ungarn gekommen sind und hier leben, ist das bei den Schwaben genauso. Trotzdem sind die Schwaben auch ein bisschen anders, würde ich sagen. Also die, die ich kennengelernt habe, die ich könnte nicht sagen, dass sie mich gut mit denen befreunden könnte oder dass sie sehr offen sind. Also die wollen eigentlich unter sich bleiben. Die sind heute, gelten die auch noch an, als sehr ja, tüchtig und das überträgt sich natürlich dann auch auf die Deutschen, uns Deutsche, die wir nach Ungarn kommen jetzt, verstärkt. Diese Charaktere der Schwaben überträgt man da auch auf uns. Aber die Schwaben, die sprechen eigentlich ja, dieses Schwäbisch, aber dann nochmal ein Ungarisch-Schwäbisch, was ich überhaupt nicht verstehe, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die sprechen auch eigentlich ziemlich verständliches Hochdeutsch. Also wenn man irgendwo ist und man spricht jetzt gar kein Ungarisch, dann kann man sich mit denen verstehen. Aber sie sind, denke ich, nicht besonders offen, sie wollen unter sich bleiben. Und ja, das heißt also, das ist dann auch, sind ein bisschen eigen. Ja, das wollte ich euch nur mal jetzt heute zum Verständnis so sagen, dass man, dass wir halt auch weiter hier fleißig bleiben sollen, dann deswegen genießen wir einen guten Ruf. In diesem Sinne, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mit den Schwaben auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht habt. Ansonsten genießt noch diesen herbstlichen Sonntag in Ungarn oder wo ihr gerade seid. Abonniert den Kanal, abonniert mich auch auf Telegram und liked das Video. Bis dann, ciao, ciao.